So, jetzt weiß ich auch, wofür der Eimer gut ist. Dann füllen wir das Ding nochmal wieder auf hier. Na. Mein Gott, kannst du mir ein bisschen schneller gehen? Deine Freundin ist hier irgendwo und Mann. Na, jetzt wohl nicht so eilig, die wiederzufinden. Ist voll. Juhu. Juhu, juhu. So, dann gibt es ja noch das Putzgedönse da in dem Schränkchen. Kann man das damit schon benutzen? Nein. Das gehört nicht zur Ja, Ordnung. das weiß ich doch. Hier ist doch bestimmt. Ja, Flüssigseife. Ich fülle etwas davon in das Röhrchen. Das war's. Schön. Toll, was wir so basteln hier. Schau mal, Bobby. Ich habe das Röhrchen mit Seifenwasser gefüllt. Wow. Danke, Du Darren. bist ein Genie. Genau, stell dich mal dahin, dann kommen wir vielleicht an deine Jacke. Das ist meine Chance. So, das ist der Vitrinenschlüssel, gehe ich mal stark von Hab aus. ihn. Juhu. Gut, das können wir jetzt wahrscheinlich nicht so aufmachen. Denke ich mal. Wir können es ja mal probieren. Verehrte Museumsgäste, es ist 20 Uhr. Unser Museum wird nun schließen. Wir möchten Sie bitten, sich zum Ausgang zu begeben. Wir Okay. danken für Ihren Besuch und würden uns freuen, Sie morgen ab 11 Uhr wieder begrüßen zu dürfen. Hey, Darren, wir schließen jetzt. Hab's gehört. Du kannst ja morgen zurückkommen. Ja, danke, Bobby. Bis dann. Bis dann, Darren. Und ich habe keinen Schlüssel für den Haupteingang. Vermutlich kann ich hier wirklich erst morgen was erreichen. Okay, das ging ja mit schnell mit dem Verlasse diesen Ort! Hä? Du bringst uns alle in Gefahr! Du bist der Tod! Lass mich in Ruhe! Es ist der Fluch! Der Fluch! Er wird dich holen! Ah. Verpiss dich! Okay. Das ist wahrscheinlich der Der Obdachlose. Tod! Ich habe es ihm gesagt! Toll. Ich bin also der Tod. Mehr hat mir dieser Ausflug bisher nicht an Informationen gebracht. Und jetzt? Zurück ans Hotel? Oder kann ich hier noch etwas herausfinden? Ja, bestimmt. Obwohl es hier ständig regnet, scheint wohl irgendwo unten. Abgeschlossen. Abgeschlossen. Ja. Okay, damit kommen wir dann nicht rein. Okay. Sonst gibt es hier nichts. Aber wir können ja in den Pub. Wir können uns da einfach mal sinnlos betrinken. Das ist doch auch ganz schön. Sinnlos betrinken macht immer Spaß. Ach, da ist dieser komische Typ hier. Jahrmarkt? Penner? Der Stand ist dicht. Tom meinte ja auch, dass er sich abends um den Pub kümmern muss. Ach, das ist der Penner, der mich vor dem Museum angepöbelt hat. Armer Irrer. Vermutlich hat er sich das Hirn weggesoffen. Ach, das arme Irrer. Hey, was sollte das am Museum? Hey, kennst du mich? Du bist der Antichrist! Ja. Bist du einfach nur weich in der Birne oder steckt mehr dahinter? Du kannst es nicht leugnen. Es ist in dir.
in deinen Adern, in deinem Herzen, in deinem... Was soll in mir sein? Der böse Geist. Mir reicht's. In deinem Hirn ist nur Scheiße. Ein beschissenes Hirn, eingelegt in Alkohol. Spürst du es? Die Wut? Das Böse? Ach, fick dich! Okay, damit wollen wir wahrscheinlich... Ich hab dem Kerl nichts mehr zu sagen. Und er erzählt sowieso immer nur dasselbe. Du bist der Teufel, du bist der Teufel. Nee, das ist schön. Okay, gehen wir mal rein. In die gute Stube. Super, sieht ja echt toll aus. Eine Karte der Umgebung. Anscheinend wurden auch hier die Orte markiert, an denen die Morde stattfanden. Daten, hey, cool. Wenn ich mich recht erinnere, wurde Dart hier in England erfunden. Oder war es Irland? Oder vielleicht auch Schottland, man weiß es nicht. Die scheinen ein Talent dafür zu haben, sich Spiele und Sportarten auszudenken. Golf, Billard, Fußball, Dart und diese ganzen seltsamen Pferdesportarten. Stimmt. So, was haben wir denn hier überhaupt? Flaschen. Auf den ersten Blick sieht das nach einer Menge Alkohol aus. Auf den zweiten Blick fällt auf, dass fast alle Flaschen leer sind. Überraschung. Würde mich nicht wundern, wenn Tom sein eigener bester Kunde wäre. Ja, wahrscheinlich. Hauptsächlich englische, schottische und irische Spezialitäten. Whisky, Gin und solche Sachen. Oh, das hört sich nett an. So, ja, Biergläser. Ich bin zwar kein Bierglasexperte, aber diese Gläser sehen nicht gerade britisch aus. Das ist wahr. Auf Bildern vom Oktoberfest in München habe ich solche Gläser öfter gesehen. Richtig. Wahrscheinlich trinkt Tom gerne deutsches Bier und schenkt das auch stilecht aus. Ja, richtig so. Ein voller Aschenbecher. Tom hat außer Trinken wohl noch ein anderes Hobby. So, Fotos. Fotos von berühmten Persönlichkeiten, die diesen Pub besucht haben. Okay. Beeindruckend. Sogar der Bürgermeister war schon hier. Ja, sprechen wir mal mit der Frau hier. Und haben Sie noch etwas Interessantes gesehen? Ja, wir durften uns heute das Schloss ansehen. Das war echt super, total gruselig, das Gemäuer. Aber noch viel besser war das Chili, das wir gegessen haben. Das war das Leckerste, was ich je gegessen habe. Allein dafür hat sich die Reise gelohnt. Oh, das sollte ich wohl auch mal probieren. Da ist wohl einer total begeistert jetzt neuerdings hier. Haben Sie denn den Geist gesehen? Geister gibt es nicht. Wir haben das Schloss gründlich untersucht. Den Garten zumindest. Keine Geister. Dachte ich mir schon. Dann mal noch einen schönen Urlaub. Danke, ebenfalls. Ja, du sagst immer dasselbe, ja. Sagt ihr noch was anderes? Ich wüsste nicht, was ich mit dem... Ja, okay. Flipper. Ein Flipperautomat. Sieht wie alles hier stark gebraucht aus. Tja, ist so klar. Mal sehen. Highscore. Platz 1, Tom. Platz 2, Tom. Und so weiter... Platz 9, Vic. Interessant. Das ist echt interessant. Ich verspüre kein Bedürfnis, mich mit dem Kerl zu unterhalten. Ich verspüre kein Bedürfnis. Er sieht aus, als wäre er selbst sein bester Kunde. Und ich glaube, es ist auch so. Bestimmt. Im Moment weiß ich nichts, was ich ihn fragen könnte. Im Museum wirkte Bobby stolz und glücklich. Aber hier sieht er traurig aus. Ganz eingefallen und lustlos. Tja. Gut, ich glaube, hier ja, können wir tatsächlich wohl nichts mehr erledigen. Was sagt denn jetzt hierzu? Der Pub sieht alles andere als ansprechend aus. Ja, dann schauen wir doch einfach mal im Hotel. Ah. Oh, hallo Miss Valley. So schnell sieht man sich wieder. Darren, schön dich. Ja, wer hätte das gedacht? Alles in Ordnung mit Ihnen? Ich? Ja. Wieso? Wieso nicht, meine ich? Sie wirken etwas nervös. Außerdem duzt sie ihn.
Ach nein.